Also auch ein. Ach. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Haben Sie die Reifen gerade gedreht? Ich glaube. Es hat Spaß gemacht. Hoşç geldiniz bei KFZ-Footy. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hatte eine OP gehabt, Kieferbereich und so. Dann war ich nochmal krank, also war ich 2 Wochen abgemeldet. Ich habe ein Traumauto geholt. Ja, besser gesagt aus der Garage, weil den habe ich schon vorher gekauft gehabt. Es ist ein M3 E46 Cabrio. Mein persönlicher Traumwagen. Habt ihr auch einen Traumwagen? Dann schreibt mal in die Kommentare, was für einen Traumwagen ihr habt und ob ihr euch schon den verwirklicht habt. Ja, es ist ein US-Import. Ich liebe den E46 M3 Cabrio Schalter. Und diese Kombi ist ein bisschen schwer zu finden in Deutschland. Ich habe den halt günstig damals importiert gehabt. Wie ihr seht, es ist schwarz-matt. Davor war der Original Silber. Also ich hätte den auch gerne Silber gehabt, aber egal, schwarz-matt hat was. Ich bin böse-mäßig so und das gefällt mir. Orangene Bremssattel habe ich damals gemacht. Also die Bremsscheibe wurde falsch eingebaut, weil der hat Laufrichtung. Vorne links und rechts. Der müsste eigentlich dort drüben sein, aber ich habe es nicht eingebaut. Ne? Passiert mal. Ja, ihr merkt schon, ihr versteht mich so kaum. Ne? Ja, davor habt ihr mich auch schon kaum verstanden. Aber das Problem ist, so jetzt halbes Jahr werde ich so ein bisschen nispeln. Nehmt es mir bitte nicht übel, weil ich eine Spange trage. Und die Spange muss erst, ja, die muss halbes Jahr bleiben. Und nach halbem Jahr habe ich die raus. Also versteht ihr mir noch schlechter als heuer. Aber ich hoffe, das ist kein Problem. Was tut man nicht alles für einen schönen Lächeln? Ja, was ist der Unterschied zwischen M3? Luftschlitze, damals halt vom Hai abgeguckt. Dann haben wir eine Verbreiterung, vorne, hinten ca. 40 mm verbreitert, die Radkästchen sind verbreitert. Und dann haben wir hier eine Auswölbung, so eine Ausbellung, Wölbung, Wölbung, Powerdome sagt man dazu. Ja genau, Powerdome. Wir haben eine Aluminiummotorhaube. Was für ein Motor ist hier verbaut? Wir haben hier den S54B32, genau. Es ist ein 3,2 Liter mit Einzeldrosselsteuerung, was natürlich geil ist. Ja, es macht einen richtig schönen Sound, wenn man richtig schön Gas gibt. Aber dazu kommen wir noch. Ich kenne die Marke selber nicht. Der wurde modifiziert, das heißt, die Ansaugung wurde modifiziert. Es ist auch eine andere Software drin, laut den Vorbesitzern. Ich weiß es selber nicht. Wir sollen angeblich um die 400 PS haben, weil er hat ja original 343 PS und wir sollen um die 400 PS haben. Ich kann euch nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Wir können ja gerne mal irgendwann eine Leistungsmessung machen und gucken, was der so bringt. Also auch ein Schwarz-Matt würde ich ja noch gerne so haben. E46 war schon mein Traumauto. Ich habe den zum ersten Mal gehört und danach habe ich es gesehen. Ich werde es niemals vergessen, das war Anfang 2000. Wir saßen alle im Kiosk, Auto ist reingefahren, wir steigen auf. Gucken, was das für ein Auto, was das für ein Sound. Boah, das war ein goldener M3, werde ich niemals vergessen. Und dann haben wir natürlich irgendwann gewusst, es ist der M3 Cabrio. Also das war nicht Cabrio, das war ein Coupé. Aber weil ich dann halt persönlich den Cabrio viel schöner finde, weil die Form beim Cabrio ist für mich immer einzigartig. Wir haben keine originalen Felgen. Das sind die von E90M Felgen, originale M3 Felgen. Die habe ich übernommen. Die habe ich dann damals drauf gemacht, habe ich günstig geschossen gehabt. Der hat normalerweise die originalen BBS-Felgen drauf gehabt, aber da war eine Felge kaputt, aber dazu kommen wir irgendwann. Und eine Felge von dem war sauteuer und dann habe ich es sein lassen und habe dann die Felgen gekauft. Hinten haben wir 4 Auspuffrohre, es ist noch original. Ich habe nichts dran geändert, aber egal was ich jetzt sage, zählt eh nicht. Das Auto ist eigentlich Spaßfaktor für mich, das geilste, was es überhaupt gibt. Du fährst ganz normal, ist ein ganz normaler Dreier. Ne, okay, du hast ein bisschen mehr Sound als normal, aber sobald du einmal auf den Gas drückst, du hast ein Grinsen, automatisch, dein Gesicht ist so, ganz Zeit, also das ist ein Spaßfaktor, ist unbezahlbar und das ist für mich ein Traumauto. Für mich der schönste Dreier aller Zeiten, es ist einfach nur zeitlos. Guck dir diese Schnitte an, wie geil das einfach ist. Ich weiß nicht, wer es gebaut hat, also die Ingenieure haben viel von Haien abgeguckt damals. Habe ich so irgendwie mitgekriegt gehabt, ob das so stimmt, weiß ich nicht mehr, aber das war so, dass sie diese Haiform hatten. Und das finde ich auch geil. Du siehst hier auch diese M-Stoßstange vorne,
das ist ja, das ist mächtig so. Ja, das ist, ja, es ist ein Traum. Den einfach anzuschauen, finde ich ein Traum. Und zu fahren, ist sowieso das Geilste überhaupt. Deswegen, wir wollen jetzt nicht lange schnacken. Lass uns einfach mal einsteigen und lass uns den einfach mal ein bisschen fahren. Und dann versteht ihr eh, was ich meine. Einfach das geilste Auto, das es gibt. Eine Stunde sind wir unterwegs. Also wir haben den jetzt kurz gewaschen und so. Ne? Ein bisschen warm laufen lassen. Dann habe ich nochmal extra 98 Oktan getankt. Weil ich gemerkt habe, der hat so angefangen zu klopfen. Da habe ich gesagt, okay, der braucht neuen Sprit hier. Ja, und seitdem ist er auch so ein bisschen ruhiger geworden. Wir haben ja auch eine Differentialsperre, habe ich gar nicht gesagt. Ja, wir haben eine Differentialsperre, was 100% ist. Das heißt, sobald wir diesen Knopf drücken, diesen DSC-Knopf drücken, ist der einfach mal 100% gesperrt. Man kann driften, wenn man will. Aber das ist jetzt geil. Achtung jetzt. Also ganz normaler Dreier. Ne? Achte. Das ist alles original. Das ist doch. Also. Ich krieg nur ein Grinsen, ja? Es ist. Ey, wir haben gerade nur bis 60 beschleunigt, ne? Von 40 auf 60 beschleunigt. So ganz kurz. Einfach nur unglaublich. Ah, was für ein schönes Auto. Den besten Song. Also ich sag dir, ich habe nur ein Grinsen, wenn ich drücke. Und wir haben noch einen Sportknopf, ne? Ach ja, den hast du gar nicht. Den haben wir auch noch. Den machen wir jetzt auch mal an. Also keine Ahnung, was man mit diesem Sportknopf ist. BMW sagt da nichts dazu. Ich weiß nur, dass er irgendwie aggressiver am Gaspedal ist, dass er einen besseren Sound hat. Aber was das jetzt genau ist, kann ich euch nie sagen. Für mich kann man dieses Auto einfach nicht verbessern. Ja. Also ehrlich, also okay, man Kompressor-Kit, Turbo-Kit, aber will ich gar nicht machen. Genauso original. Wir haben M-Fahrwerk drin, mit leider tiefer gelegten Federn. Komfort leidet ein bisschen drunter, ja. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Das ist, du kommst hier rein. Diese Abgase ist Endorphinausstoß. Das ist so. Ich habe dieses Radio, seit ich dieses Auto habe, und glaub mir, ich habe die schon lange, ich habe dieses Radio nicht einmal aufgemacht. Ich weiß gar nicht, ob es funktioniert. Ehrlich. Ich
Ich weiß nur, dass ich ein Android-Radio habe, leider nicht von X-Tones. Und ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich glaube, das sind die Bremsen. Oder die Kupplung. Eins von beiden. Nein, nein, das ist die Kupplung. Aber so muss das sein. Wenn du in den M3 einsteigst, dann muss es nach Kupplung riechen und es muss qualmen. Ansonsten hast du den nicht richtig gefahren. Es ist eine Sachskupplung. Hat Spaß gemacht. Wir haben irgendwann natürlich damit was vor. Wenn er, ich sag mal, so um die 30 Jahre alt wird, will ich den natürlich irgendwie auf Originalbasis wieder machen. Das heißt, ich kriege ein Originalfahrwerk, originale Felgen und die originale Lackierung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich einen Daumen freuen. Ja, ich war schon lange jetzt nicht mehr da. Deswegen, Algorithmus wäre es gut tun, wenn ihr mal einen Daumen da lässt. Und ja, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Tutzi. Bis dann. Haut rein. Ciao.